Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein raucht. Hallo, alle von Hartz IV, Betroffenen und Bedrohten und alle, die ihnen beistehen. Eigentlich wollte ich ja dieses Mal von meiner Lesereise erzählen, aber es gibt Wichtigeres, Aktuelles: verlängerter Lockdown. Noch mehr Kulturschaffende, Selbstständige und Betriebe in existenzieller Not und bei Hartz IV. Deshalb nun die Sondersendung: ganz einfach einen Antrag stellen. Danke an unsere Spezialgäste Katharina Hoffmann und Bianca Bergler für ihre Beiträge zum Thema. Ich mache den Anfang. Die folgende Szene ist im Dezember 2019 bei meiner Lesung, bei meinem Auftritt im Bundestag in Berlin entstanden, bei der Veranstaltung Mehr als 15 Jahre Kampf gegen Hartz IV. Eine Veranstaltung der Partei Die Linke, die uns dankenswerterweise auch das Filmmaterial zur Verfügung gestellt hat. Willkommen in Ihrer Agentur für Arbeit. Sehr geehrte Kunden und Kundinnen, zurzeit sind alle Leitungen belegt. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Und hier noch einige Informationen. Eingliederungsvereinbarung. Die Eingliederungsvereinbarung dient der Eingliederung arbeitsloser Personen in den Arbeitsmarkt. Die Eingliederungsvereinbarung, kurz EV, ist ein Vertrag zwischen arbeitssuchenden Personen und der Agentur für Arbeit. Die Unterschrift unter die EV ist freiwillig. Wird die freiwillige Unterschrift verweigert, so kann die EV als Verwaltungsakt angeordnet werden. Nichtbefolgung des Verwaltungsaktes zieht Sanktionen nach sich. Sanktionen sind Kürzungen sowohl des Lebensminimums als auch der Miete bis zum gänzlichen Wegfall jedweder Hilfe, einhergehend mit dem Erlöschen des Krankenversicherungsschutzes. Willkommen in Ihrer Agentur für Arbeit. Tja, wir sehen, das ist nicht so ganz einfach. Und es ist, wie ihr alle wisst und wie ich an den Reaktionen gemerkt habe, ja nicht von mir erfunden, sondern das ist ja Tatsache. Aber ich habe gedacht, wir sind ja erwachsen, wir sind flexibel, wir haben schon viel erlebt und viel geschafft. Wir können doch einfach mal selber versuchen, einen Antrag zu stellen. Wir laden uns die Formulare im Internet herunter und weil vielleicht einige mir das noch nicht glauben, wie das ist, dieses ist ein Hartz-IV-Antrag. Mein erster Antrag hatte mit Anlagen 67 Seiten und damit Sie es auch wirklich glauben, gehen wir das jetzt miteinander durch. Dann haben Sie auch gleich schon eine Schulung, falls Sie sowas mal machen müssen. Also ganz einfach. Sie schreiben einen kurzen Brief an das Jobcenter mit der Erklärung Ihrer Notlage. Dazu legen Sie Kopie von Pass oder Personalausweis zum Nachweis Ihrer Identität. Der Hauptantrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II, Arbeitslosengeld II, hat 6 Seiten. Falls Sie damit nicht zurechtkommen, gibt es auch Ausfüllhinweise, die Ihnen helfen. Sie haben 8 Seiten. Die Anlage WEP zur Eintragung weiterer Personen der Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahren hat 3 Seiten. Allerdings war ich die Einzige, ich war trotzdem eine Bedarfsgemeinschaft, aber ich war die Einzige, deswegen lege ich das jetzt mal beiseite. Auch die Anlage für ein Kind unter 15 Jahren in der Bedarfsgemeinschaft brauche ich
nicht, weil meine Tochter war schon zum Studium aus dem Haus. Auch die Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld brauchen wir hier nicht. Das Kindergeld müssen Sie natürlich beantragen, aber es wird Ihnen hinterher wieder abgezogen. Die Anlage KDU zur Feststellung angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung hat nur 2 Seiten, müssen Sie alle ausfüllen. Dazu legen Sie den Mietvertrag oder Mietnachweis und eine aktuelle Nebenkostenabrechnung. Dazu auch die Meldebescheinigung Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde. Wenn Sie damit nicht zurechtkommen, gibt es wieder eine Information über Unterkunftskosten und Grundsicherung für Arbeitssuchende 4D. Anlage VE zur Überprüfung, ob eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft vorliegt. Das heißt, ob es einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin gibt, der oder die unterhaltspflichtig gemacht werden kann. Ist nur eine Seite. Die Arbeitsbescheinigung ist eine Urkunde, zu deren Ausstellung der Arbeitgeber bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verpflichtet ist. 4 Seiten. Das habe ich mir ersparen können, weil ich ein anderes Formular ausfüllen musste. Auch die Einkommensbescheinigung, Nachweis über die Höhe des Arbeitsentgelts für aufstockende 2 Seiten, musste ich nicht ausfüllen. Sie sehen, so schlimm war es gar nicht. Anlage EK, Einkommenserklärung zur Feststellung der Einkommensverhältnisse jeder in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Person. Für jede Person der Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahren ist diese Anlage gesondert auszufüllen. 4 Seiten, auch das galt für mich nicht. Anlage SV, Sozialversicherung der Bezieher von Arbeitslosengeld 2. Diese Anlage ist für jede Person der Bedarfsgemeinschaft auszufüllen, die privat oder nicht kranken- und pflegeversichert ist. Ich war krankenversichert, ich habe nur kein Krankengeld bekommen. Bescheinigung der Krankenkasse über Mitgliedschaft müssen Sie natürlich alle ausfüllen. Und dann die Anlage VM. Zur Feststellung Ihrer Vermögensverhältnisse der Antragstellerin, des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. 4 Seiten, da haben Sie viel auszufüllen, denn Sie haben sicherlich ein großes Vermögen. Anlage EKS-Erklärung zum Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft gilt auch für Schauspieler, Schauspielerinnen im Bewilligungszeitraum. 5 Seiten. Nach Abschluss des Bewilligungszeitraums, damals 6 Monate, jetzt 12, abschließende Angaben zum Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft nach Ablauf des Bewilligungszeitraums. 5 Seiten. Dazu legen Sie die Kontoauszüge der letzten 3 bis 6 Monate, je nachdem, was Ihr Fallmanager oder Sachbearbeiter sehen möchte, und den Steuerbescheid, so Sie einen bekommen haben. Sollten Sie die Arbeit aufnehmen, umziehen oder im Lotto gewinnen, müssen Sie die Veränderungsmitteilung einschicken, sonst ist das auch eine Pflichtverletzung. Für die Befreiung von Rundfunkgebühren allerdings, sehen Sie, es gibt auch etwas umsonst, gibt es die Bescheinigung über Leistungsbezug zur Vorlage bei der GEZ. Sie hat auch nur eine Seite, und wenn Sie die ausfüllen und einschicken, dann können Sie all das im Fernsehen ganz umsonst sehen, was Falsches über Hartz IV berichtet wird. Der Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch, SGB II, Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, den müssen Sie halt stellen, wenn Sie nach Ablauf des Bewilligungszeitraums immer noch bedürftig sind. Es gibt noch mehr. Es gibt noch Sonderanlagen. Anlage UH1, Anlage UH2, Anlage MEB, Anlage BEB, Anlage HG. Ich bin sicher, es gibt noch mehr. Das ist der Boden, auf dem sich das Leben von Hartz IV-Beziehenden abspielt. Und wenn Sie wieder mal jemand fragt, was die denn den ganzen Tag so tun, vielleicht mussten Sie ja noch nie zum Jobcenter und halten meine Darstellung für übertrieben. Und das ist ja auch schon bald 10 Jahre her. Inzwischen gibt es das neu geschaffene ALG II Hartz IV Grundsicherungssozialpaket für die Corona-Maßnahmen
bedingt verarmten Kulturschaffenden, die neuen Edelharzer. Diesen vereinfachten Antrag müssen viele stellen. Hier die Erfahrungen der Kabarettistin Katharina Hoffmann. Hallo Frau Grütters, das ist für Sie. Ja, Sie sind ja selber nicht bei Facebook und ich hoffe aber, dass sich dieser Hilferuf an Sie, Sie so super spreadermäßig erreicht. Ja, ich selber bin solo-selbstständige Künstlerin und habe, wie Sie mir das ja geraten haben, jetzt vor 3 Wochen den vereinfachten Antrag auf Grundsicherung gestellt. Oder ARG 2 oder Hartz 4 oder wie das heißt. Auf jeden Fall, das ging ja noch im Internet. Aber dann, Frau Grütters, kamen jeden Tag neue Formulare. Immer wieder, tonnenweise. Ja, und Sie wollen von mir alles wissen. Ja, also zuerst wollen Sie mal wissen, was ich mir überhaupt selber, wie ich mich jetzt um neue Arbeit bemühe. Hier soll ich alles eintragen, wo ich mich überall beworben habe. Ja, obwohl ich gesagt habe, aber muss ich doch? Doch, müssen Sie, haben die gesagt. Ja, hier, und dann wollen die wissen, zum Beispiel, was ich für Fähigkeiten habe. Ja, was ich bereit bin, auch nicht zu tun, Frau Grütters, ob ich mir ein Auto anschaffen möchte. Ja, oder ob ich, wie weit, wo ich hin, weltweit, ob ich bereit bin, 5 Stunden zu fahren. Das wollen die wissen. Und dann muss ich das belegen. Ja, und dann wollen die auch noch wissen, ich habe mich bereits beworben. Hier. Ja, und ob ich belastbar bin, wollen die wissen. Und was ich so, und hier, und um meinen Lebenslauf soll ich einschicken. Und meine Zeugnisse und alles. Und mache ich hoch, immer wieder. Ja, und jetzt und hier soll ich auch, ich habe schon dreimal eingeschickt, wie teuer meine Wohnung ist. 3 Mal in den letzten 3 Wochen. Und Frau Grütters, das hat sich auch nicht geändert. Die Wohnung ist nicht etwa irgendwie billiger geworden. Nein, sie kostet immer das Gleiche. Aber die kommen immer wieder und wollen von mir wissen, was sie kostet. Und wissen Sie, was die noch von mir wissen wollen? Die wollen dann zum Beispiel auch wissen, hier, wo ist sie? Wo war das? Ich habe lange über diese Frage nachgedacht, Frau Grütters. Ja, wie stellen Sie Ihr Warmwasser her, Frau Grütters? Ich stelle das nicht her, das Warmwasser. Ich stelle das überhaupt nicht her. Wissen Sie, was ich mache? Ich drehe einfach nur auf, ja, den Wasserhahn, und dann kommt es raus. Und ich weiß nicht, wer das herstellt. Und ob ich es mit Kohle oder ob ich es mit Holz herstelle, das warme Wasser. Und Frau Grütters, wenn jemand im Keller sitzt, in meinem Keller, und das da herstellt mit Kohle oder Holz, dann weiß ich davon nichts. Und ich weiß noch nicht, wie der heißt und wo der wohnt. Aber ich bin sicher, dass Sie das alles von mir wissen wollen, Frau Grütters. Und ich würde Sie jetzt wirklich bitten, ja, weil Sie haben ja gesagt, es sei alles ganz unbürokratisch und easy, dass vielleicht Sie das für mich machen. Bitte, ich meine, das ist der vereinfachte Antrag. Der vereinfachte. Ja, stellen Sie sich mal vor, wie der normale Antrag dann aussieht. Ja, und hier steht auch, wenn ich nicht mitarbeitswillig bin. Wenn ich nicht mitarbeitswillig bin. Frau Hoffmann, ist keine Grundsicherung, hat sie mir gesagt am Telefon. Frau Grütters, können Sie bitte, bitte, Frau Grütters, Sie sind doch zuständig für mich. Ich bin Künstlerin, Sie sind Kulturstaatsministerin. Können Sie das nicht für mich machen? Bitte, Sie können doch das. Ich sehe es Ihnen an. Bitte, Frau Grütters, bitte, bitte. Ja. Und wie geht's nach all den Anträgen auf Nothilfe und Grundsicherung weiter? Sehen Sie sich an, was Bianca Bergler zu sagen hat, eine Friseurin. Guten Morgen. Alle, die mich nicht kennen, ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Bianca Bergler. Ich habe ein Unternehmen in Dortmund mit 5 wundervollen Mitarbeitern. Ich habe heute Morgen einen Anruf getätigt, eigentlich gerade vor 5 Minuten, bei der Agentur für Arbeit hier in Dortmund. Ich möchte keinen Namen nennen aus Datenschutzgründen, aber meine Zündschnur ist abgelaufen. Jeden Tag gucke ich immer voller Angst auf das Konto, entweder aufs private Konto oder aufs Geschäftskonto. Auf dem Geschäftskonto stelle ich fest, dass wir jetzt also bei 5.000 Euro im Minus sind. Es ist noch keine Hilfe angekommen. Es ist noch keine Überbrückungshilfe angekommen und es gibt kein Soforthilfepaket. Ich habe meinen Vermieter angerufen
und möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ich möchte keinen Namen nennen, aber es ist okay, wenn ich diesen Monat die Miete nicht zahle. Ich kann sie eh nicht zahlen, weil es ist keine Hilfe da. Es ist auch noch kein Guck eingegangen. Meine Mitarbeiter wissen, dass ich nicht in Vorkasse treten kann, weil es gibt keine Hilfe. Also warten meine Mitarbeiter auf ihren Lohn. Dann habe ich auf mein privates Konto geschaut. Ich hatte gerade so kalkuliert, dass ich die Miete für diese Wohnung noch zahlen kann. Und stelle fest, dass die Rentenversicherung 300 fucking Euro abgebucht hat. Und ich kein Geld habe, um die Miete zu bezahlen. Also rufe ich bei der Agentur für Arbeit an und hatte eine Dame am Telefon, bei der ich mich vorstellte und sagte, hi, mein Name ist Bianca Berker und ich bin eine verzweifelte Friseurunternehmerin aus Dortmund, die sie gerade anruft. Kein Wort von, okay, was kann ich für sie tun? Erstmal BG-Nummer. Kein Problem, ich habe hier eine. Ich habe diese durchgegeben und habe erklärt, dass ich den Antrag auf Hartz IV am 17.12. nachts eingereicht habe. Dieser unbürokratische Antrag. Was ich ihr dann auch sagte, Mensch, das ist ja überhaupt gar nicht so unbürokratisch, wie ihr immer alle sagt. Da können wir nichts zu. Dieser Antrag, da müssen Sie sich bei der Politik beschweren. Das war das Erste, was mir diese super empathische Dame am Telefon sagte, die als erstes mal laut wurde. Ich sage, wissen Sie, bei der Politik würde ich mich gerne beschweren. Wir haben offene Briefe geschrieben, wir haben Herrn Laschet angeschrieben, wir haben Frau Merkel angeschrieben, wir haben TV-Sender angeschrieben, die Innung steht auf. Wir gründen Petitionen mit Unterschriften, damit wir verfickte Scheiße schnell Geld bekommen. Ich bin nicht die einzige Unternehmerin, die mit dem Rücken an der Wand steht. Jahre für Jahre gehen wir hart arbeiten, kümmern uns um die Mitarbeiter, um unsere Kunden, machen keinen Urlaub und sind immer da mit voller Liebe. Und jetzt werden wir im Stich gelassen. Wir werden alle im Stich gelassen. Meine Zündschnur ist abgelaufen. Und dann habe ich so eine unempathische Frau am Telefon, die mir dann sagt, ich sollte mich mal beruhigen, ja? Und mein Antrag wäre nicht vollständig. Nein, habe ich gesagt, der Antrag ist nicht vollständig. Ich habe einen verdammt guten Steuerberater, der alles dafür möglich gemacht hat, diesen Antrag so schnell wie es geht auszufüllen. Von über 60 Seiten. Total unbürokratisch. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich letztes Jahr getrennt habe. Wer mich kennt, weiß, ich bin in eine größere Wohnung gezogen. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich diesen Antrag ordnungsgemäß ausfülle und nicht das Arbeitsamt verarsche. Ich habe eingeschrieben, dass ich mit einer weiteren Person in dieser Wohnung lebe. Was sagt mir die Dame am Telefon? Also nee, ja, 17.12. ist was eingegangen, aber der Antrag war ja, der war ja nicht ausgefüllt, der war ja nicht korrekt ausgefüllt. Ich sag, wie? Ja, sie haben eingetragen, dass sie mit einer weiteren Person in dieser Wohnung leben. Wir wissen jetzt gar nicht, mit wie vielen Personen sie in der Wohnung leben. Das muss erstmal geprüft werden. Ich sag, sagen Sie mal, haben Sie sie noch alle? Ich lebe in dieser Wohnung mit einer weiteren Person. Eins und eins macht zwei. Wir leben zu zweit hier. Ich brauche ein größeres Zimmer. Warum muss ich erklären, dass ich letztes Jahr ausgezogen bin? Warum muss ich erklären, warum ich in einer größeren Wohnung wohne? Ist ein Zimmer mehr für eine Person zu viel verlangt? Wo seid ihr? Wo sind eure Hilfen? Wo ist der Staat, wenn man ihn braucht? Diese Frau wurde so laut am Telefon, dass ich ausgerastet bin und gesagt habe, sie haben null Empathie, mit Menschen umzugehen. Ich rufe sie an, weil ich verzweifelt bin. Es geht hier nicht um ein paar Schuhe, sondern es geht um Lebensmittel. Es geht um essentielle Dinge wie Butter und Brot und Wasser. Wo ist die Hilfe, wenn man sie braucht? Ich bitte euch, Friseure, steht auf. Es reicht. Es reicht. Es kann nicht sein. Ich würde so gerne Herrn Laschet anrufen und fragen, was mit mir ist. Wie lange muss ich jetzt auf Hilfe warten? Was machen die Leute, die nicht das Glück haben, zu zweit in einer Wohnung zu wohnen? Wie zahlen die ihre Miete jetzt? Was machen die Leute, die Kinder haben? Es reicht. Steht auf. Ihr könnt es gerne teilen. Schließt euch an. Zeigt eure Gesichter. Zeigt, wer ihr seid und was ihr für Probleme habt in diesem Lockdown. Bleibt gesund. Damit das heute nicht allzu traurig endet, zum Schluss noch eine kleine Aufmunterung von meiner Freundin Frau Lieber, der tschechischen Messnerin. No? Frau Lieber kam schon vor in mein prämiertes Theaterstück Harz Grusikel. Wie gesagt, ist die tschechische Messnerin und meine Freundin. Niemand weiß genau, ob gibt Frau Lieber wirklich. Und sie sagt, no,
musst du Virologen nicht alles glauben. Sagen sie dich, musst du Menschen meiden, die was sind positiv. Und sag ich dir, wirst du leiden ohne Menschen, die was sind positiv. So, nun zu unserer Rubrik Arm und Reich vor 8. Das ist ja unser Pendant zur Inforubrik Börse vor 8, vor den täglichen TV-Nachrichten. Hier informieren wir über die Welt der Armut und des Reichtums, über aktuelle Hartz-IV-Politik und die Hungersituation in der Welt. Heute über die Zunahme der Armutsgefährdung. Der Nachrichtensender NTV berichtete, 2 Millionen Bürgern fehlt Geld, um ausreichend zu heizen. In Deutschland leben rund 2 Millionen Menschen, die ihre Wohnung oder ihr Haus aus Finanznot nicht ausreichend beheizen können. 2 Millionen. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis der Zahlen für das Jahr 2019 mitteilte, waren das 2,5% der Bevölkerung. In der Europäischen Union waren 2019 rund 6,9% der Bevölkerung finanziell nicht in der Lage, ihre Wohnungen adäquat zu heizen. Die Verbraucherinitiative Foodwatch e.V. Deutschland berichtete, die Corona-Pandemie trifft die Armen besonders hart. Gesundes Essen ist ohnehin schon teurer und für Einkommensschwache oft nicht bezahlbar. Ich würde ja immer sagen Einkommensbenachteiligte. Okay, die Pandemie verstärkt dieses Problem. Beim Essen geht es nicht nur ums Sattwerden, denn wenn es an wichtigen Nährstoffen fehlt, wirkt sich das vor allem für Kinder aus armen Familien fatal auf ihre geistige und körperliche Entwicklung aus. Sie werden ihrer Lebenschancen beraubt. Ein Kurswechsel ist nötig, erst recht, weil Corona Menschen in Armut besonders hart trifft. Die Corona-Maßnahmen vor allen Dingen. Der Soziologe Michael Hartmann sagte in einem Interview Anfang Februar dieses Jahres, allein bis Ende Juni 2020 hat jeder 8. Minijobber seinen Job verloren, insgesamt 850.000. Fast ein Viertel davon entfiel allein auf die Restaurants und Gaststätten. Inzwischen dürfte die Gesamtzahl bei über 1 Million liegen. Für 60% von ihnen war das ihre Haupttätigkeit, von der sie leben mussten. Es waren über 4,5 Millionen Menschen. Ganz allgemein sind Haushalte umso stärker betroffen, je weiter unten in der Einkommensskala sie angesiedelt sind. Haushalte mit einem Einkommen von bis zu 1.500 Euro netto haben in der ersten Welle der Pandemie fast doppelt so häufig Einbußen erlitten wie Haushalte mit mehr als 4.500 Euro netto. Es traf fast jeden zweiten und die Verluste waren auch weit größer. Mehr als die Hälfte musste auf mindestens ein Viertel seines Einkommens verzichten. Bei den hohen Einkommensgruppen war das nur gut jeder Vierte. Da macht sich bemerkbar, dass Minijobber keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und bei den übrigen Empfängern niedriger Einkommen auch nur bei jedem Dritten, dass sowieso schon sehr geringe Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. In der zweiten Welle dürfte sich diese ungleiche Betroffenheit verstärkt fortgesetzt haben. Die Schulden sind weiter gestiegen durch Mietrückstände, Überziehungskredite aufgrund fehlender Einkommen etc. Bei den Reichen ist es genau umgekehrt. Die Bildungsbenachteiligung für diese Kinder wird massiv zunehmen, ihr Rückstand deutlich größer ausfallen als bisher schon und ihre Lebenschancen werden damit noch einmal schlechter sein, als sie es heute schon sind. Der Teufelskreis von Armut und niedrigen Bildungsabschlüssen wird an Fahrt gewinnen. Bis zum nächsten Mal.